Ja, Exzellenz, willkommen bei der 75-jährigen Jubiläumsfeier der Tagespost. Warum würden Sie die Tagespost weiterempfehlen? Zunächst, weil ich sie selber lese und weiß, was ich empfehle. Und Gutes soll man nicht bei sich selbst behalten, sondern anderen weitergeben und mit anderen teilen. Ich halte die Tagespost für ein exzellentes Programm, für eine exzellente Zeitung. Und exzellente Zeitungen zu empfehlen, ist meines Erachtens auch ein Akt der Nächstenliebe. Mit welchem Zweck hat Papst Benedikt XVI. Die Tagespost-Stiftung gegründet? Den Zweck hat er ja in einem Brief an die Tagespost selbst beantwortet. Ihm ging es darum, dass Wahrheit, Wahrhaftigkeit und katholische Elemente eine Ehe eingehen, das heißt konkret, dass die Tagespost aus der Perspektive des Glaubens kompetent, zuverlässig und aufrichtig berichtet und allen denen, die sie lesen, hilft, ein gutes, gesundes Urteil selbst zu fällen und mit der Hilfe der katholischen Lehre, des katholischen Glaubens, tatsächlich auch ihren Weg zu finden und diesen auch zu gehen. Okay, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier. Danke, Ihnen auch. Danke.